Hi, in diesem Video erfährst du, wie du ein respektvolles Miteinander in deiner Kita-Gruppe fördern kannst. Ich bin Katrin von den Superhelden Kids. Auf unserem Kanal erhältst du Tipps, wie du Kinder spielerisch in einem gesunden Umgang mit Gefühlen und Gedanken stärkst. Wenn dich das Thema interessiert, abonniere unseren Kanal, um keine wertvollen Tipps zu verpassen. Ein guter Gruppenzusammenhalt und eine wertschätzende Atmosphäre in der Gruppe ist wichtig für eine positive Lernumgebung, in der sich Kinder wohlfühlen. Wir Erwachsene sind dafür wichtige Vorbilder, wie wir respektvoll miteinander reden und wie wir mit Hilfe unserer Kommunikation Konflikte konstruktiv und freundlich lösen können. Wenn Kinder lernen, respektvoll miteinander umzugehen, entwickeln sie Einfühlungsvermögen und wichtige sozial-emotionale Kompetenzen, die ihnen auch in ihrem späteren Leben zugutekommen. Hier unsere Top-Tipps: Gemeinsam Gruppenregeln erarbeiten. Lass die Kinder aktiv an der Entwicklung von Gruppenregeln mitwirken. Wenn Kinder die Regeln selbst festlegen, identifizieren sie sich mehr damit und halten sich dadurch eher an die Regeln. Achte darauf, die Regeln positiv zu formulieren. Zum Beispiel statt "Wir reden nicht dazwischen", formuliert besser "Wir lassen andere ausreden". Rituale einführen, die das Gemeinschaftsgefühl stärken. Singt zusammen, tanzt zusammen und zeigt so Kindern, dass jedes einzelne Kind ein wichtiger Teil der Gruppe ist. Geeignete Lieder könnten zum Beispiel das Lied "Ich bin ich und du bist du", "Alle Kinder haben Träume" oder auch "Hand in Hand" sein. Ich verlinke euch diese Lieder unter dem Video. Respektvolles Verhalten vorleben. Kinder lernen durch Nachahmung. Zeige ihnen also, wie du Konflikte friedlich löst und wie du andere mit Respekt behandelst. Wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, wie du so mit Kindern kommunizierst, dass sie mit dir kooperieren wollen, oder auch, wie du Kinder in einem gesunden Umgang mit Gefühlen fördern kannst, dann schau dir die Links unter diesem Video an. Dort findest du den Link zu unserem Kurs Gehirnbasierte Kommunikation mit Kindern, aber auch die Links zu unseren Materialien, Online-Kursen und Präventionsprogrammen. Unser Präventionsprogramm für Kinder von 2 bis 4 Jahren und unser Präventionsprogramm für Grundschulkinder wird in vielen Bundesländern sogar von Krankenkassen gefördert. Ich hoffe, die Tipps waren hilfreich für dich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.